Ja, hallo meine Lieben. Willkommen hier zum neuen Playthrough von Kirby's Dream Land. Und es ist natürlich wieder ein Gast dabei. Stell dich doch mal vor. Ich bin Bruno vom Kanal 090 Xenomorph 090. Ja, heute bin ich mal nicht so himmelig drauf wie sonst. Und ich glaube, ich übergebe das Wort diesmal Tim. Denn, was machst du hier? Ich spiele einfach nur Kirby's Dream Land. Hier dein Kanal, da wird hier oben in der Ecke, könnt ihr mal rüberklicken. Keine Angst, öffnet sich ein extra Fenster, könnt ihr dann hinterher oder jetzt gucken, wie ihr wollt. Jetzt. Jetzt sofort. Ich höre sonst auf zu spielen. Natürlich. Ich merke das, wenn ihr darüber geht. Ich höre auf. Nein. Ja, also ich will ganz normal hier spielen und wie immer testen, wie lange brauche ich eigentlich für Kirby's Dream Land? Jo, schön. Es ist eigentlich immer so ein bisschen Selbstexperiment, weil wir haben uns so gerätselt, wie gesagt, beim letzten Zelda-Teil, wie lange brauchst du eigentlich für A Link to the Past? Und dann habe ich es einfach ausgetestet. Ja, und dann sind wir halt mit dem Alucard aufgekommen, hey, da kann man doch was draus machen und es ist jetzt ja praktisch auch ein laufendes Gewinnspiel. Und zwar gibt es da heute Kirby's Dream Land zu gewinnen. Schick, schick. Und ich baue hier gerade ganz viel Mist. Aber es ist auch das erste Level, ich weiß ganz genau, ich kriege gleich wieder Power-Ups. Da spielt man dann ein bisschen lockerer. Ach ja. Naja, wenn es darum geht, im ersten Level drauf zu gehen, dann macht mir ja keiner was vor, wie du meinem Donkey Kong Country Video gesehen hast. Ja, es ist halt, wenn man Spiele nicht kennt, dann ist das immer alles anders. Wenn man die Spiele schon kennt, hat man keine Narrenfreiheit mehr. Ja, aber an dieser Stelle muss ich sagen, Donkey Kong Country ist wirklich immer noch eins der besten Jump'n'Runs, die es gibt, denn es hat einen unglaublich fordernden Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu diesem... Ja, Tim, wie du gesagt hast, einfach Mario auf neuesten Mario Bros. Auf dem Nintendo DS, also nicht ich was, auf den ganz normalen Nintendo DS. Also das war schon relativ einfach, obwohl es mir trotzdem natürlich Spaß gemacht hat im Vergleich zu Donkey Kong Country. Oh Gott, also ja. Ich kann über das Ding momentan nur Loblieder singen. Hast du das Returns gespielt für Wii? Nein, aber ich habe keine Wii, aber wenn ich die Wahl hätte, mir eine neue Konsole zu wünschen, dann wäre es definitiv die Wii. Ganz einfach, weil ich Donkey Kong Country entweder das noch spielen möchte, aber meistens wegen Super Mario Galaxy. Woohoo! Oh ja, also das Galaxy ist schon so eins der besten Spiele für die. Ja, es ist schade, dass ich die Soundeffekte nicht drin habe. Das ist so cool, das Mikrofon. Ja, wir haben uns dazu entschieden, weil der Gameboy-Emulator hier, mit dem ich gerade spiele, da kann man leider den Sound nicht leise genug stellen, dass man gleichzeitig jemanden aufnehmen kann. Und deshalb packe ich einfach die Soundeffekte hinterher drüber. Wem das nicht passt... Pechoppt. Genau. So. Habt auf seinem Kanal nicht zu suchen, dann seid ihr verdammte Banausen. Ich glaube, ich bin gerade falsch gegangen. Ich muss da nicht fragen, ich kenne das Spiel nicht. Ich schaue einfach nur gerne Leuten zu und lass mich ja von alten Spielen ein bisschen bedaddeln. Erzähl doch mal ein bisschen über Kirby, besonders über dieses Spiel. Ja, es war ja das erste. Und sie haben ja praktisch in Kirby's Adventure erst das, was Kirby eigentlich ausmacht, dass du ja die Fähigkeiten aufsaugen kannst, haben sie ja praktisch erst im Nachfolger. Also Kirby's Dream Land ist sogar eigentlich das einzige Spiel, in dem du mit Kirby keine Fähigkeiten aufsaugen kannst. Oh Gott, schlimm. Ja, das ist eigentlich mit das Coolste an Kirby. Und das kannst du hier noch nicht. Aber es ist ja mit dem Game Boy, es ist einer der Launch-Titel gewesen. Also es kam mit dem Game Boy zusammen praktisch raus. Und ich glaube eigentlich jeder, der ein Game Boy früher hatte, der hat früher oder später auch mal Kirby's Dream Land gespielt. Ich nicht. Wie bist du eigentlich an diesem Titel vorbeigekommen? Ich weiß nicht, ich sag mal, ich bin sehr jung und mein Gameboy, den hatte ich damals nur sehr kurz, weil ich ihn kurz dann auch gegen Gameboy Color umgetauscht habe. Und da hatte ich, glaube ich, nur Tetris drauf, glaube ich. Und Tetris. Ach, Süchtigmacher. Ja, aber auf dem Gameboy Color konntest du ja auch noch alte Spiele spielen. Und wenn man dann so mal Kirby hört... Oh, wir sind schon beim Endgegner. Das geht echt voll schnell alles. Tja, Tim, du musst nur bedenken, ich war damals ein dummer Jungspund, was ich eigentlich heute immer noch bin. Und damals wusste ich einfach noch nicht, was die großen Namen bedeuten. Kirby, Mega Man, ich hatte ein Mega Man-Spiel. Mega Man X2, glaube ich. Oder, ich weiß nicht mehr genau. Was ich gerade spiele? Das ist Super Nintendo. Nicht das. Ich weiß nicht mehr, welches genau das war. Also, falls ich irgendjemand ein Bild davon machen will, das ist das, was Björn als bestes Mega Man für den Game Boy betitelt hat.
Das hatte ich damals. Das hat mir schon relativ viel Spaß gemacht. Nur was mich immer an den Gameboy gefesselt hat, war so ein Jump'n'Run mit Mickey Mouse. Ich will endlich mal wieder wissen, wie das Spiel wirklich heißt. Ihr müsst wissen, das ist ein ganz normales Jump'n'Run. Man kann wählen zwischen Mickey Mouse oder Minnie Mouse. Minnie Mouse oder Mickey Mouse, das sind keine Unterschiede. Und den ganzen und nebenbei, ich hasse Mickey Mouse über alles. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie hast du denn Mickey Mouse? Er ist ein verdammter blöder Streber, der sich nur mit einem zurückgebliebenen Köter abgibt. Also, in den lustigen Taschenbüchern ist er ein nerviger Charakter gewesen, weil ich seine gesamten Entscheidungen nicht mochte. Und wenn er mal, sag ich mal, nett war, dann war er mir immer viel zu lieb und so jemand, der, ach, ich mach alles richtig. Also, ich fand Donald immer viel besser, weil der hat auch Fehler gemacht, also der wirkt einfach echter. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand Donald auch immer besser als Mickey, aber ich habe bisher gar nicht so überlegt, warum. Vielleicht ist es so aus dem gleichen Grund. Ja, er war immer so geleckt, immer so perfekt, ne? Donald ist so ehrlich. Ah ja, aber durch die lustigen Taschenbücher, also Donald und Dagobert, diese beiden zusammen, ich fand's immer herrlich. Wenn Dagobert zu Donald kommt, heißt das, ein Abenteuer beginnt und Donald hat keinen Bock, aber zum Schluss wird es... Ach, die lustigen Taschenbücher, jeder hat sie doch gelesen, oder? Ja, einige. Ich würde schätzen, vielleicht 200 verschiedene davon habe ich gelesen. Oh, ja. Was ja noch nicht mal wirklich so viel ist, ne? Ja, ich habe, wenn mal kurz besessen, habe ich ungefähr, das war jetzt mal keine 300, also ich weiß nur, dass ich irgendwann alle meine Taschenbücher verkauft habe, weil ich so gut wie jede einzelne Geschichte durch hatte und so langsam auch keine Zeit mehr dazu gefunden habe, die ganzen Dinger zu lesen. Und da ist ein ordentliches Sümmchen dabei herausgekommen. Also falls ihr noch irgendwelche habt, die ihr wirklich nicht mehr lest und der Nostalgiewert euch nicht so wichtig ist, was ich sehr bewundernswert oder, sag ich mal, sehr traurig finden würde. Eigentlich dann, eher traurig, ja. Ja. Dann, ja, mit den Dingern kann man jede Menge Geld machen. Das stimmt. Mein Vater war mal auf dem Flohmarkt. Der hat da teilweise zu Hochzeiten hat er da die für 4 Euro noch verkauft. Was echt viel ist. Ich meine, die kosten doch nur 7 oder 8, oder? Ich glaube, momentan kosten sie sogar noch weniger. Echt? Cool. Warte mal, ich gehe einfach mal auf Amazon und schau mal, was dort wie dort so alles kostet. Wir sind schon beim dritten Endgegner. Wie lange nehmen wir auf? Ich schau mal kurz. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nur, dass unser Skype-Gespräch gerade mal so 22 Minuten dauert. Ich glaube, wir sind echt noch nicht mal 10 Minuten am Aufnehmen. Och, jetzt baue ich hier Mist. Ja, geil, der Gegner ist auch schon tot. Es geht noch schneller, als ich dachte. Aber, wie gesagt, es kann sein, dass ich mich trotzdem verschätzt habe. Ich habe ja gesagt, ich brauche circa eine halbe Stunde. Aber man muss ja mit dem Schloss von King Dedede muss man ja die ganzen Welten noch einmal kurz durchspielen und die Bosse nochmal machen. Und ich weiß nicht mehr, wie lang die Welten waren. Es kann sein, dass das wirklich länger dauert, als ich dachte. Okay. So, okay. Auf jeden Fall, ab jetzt muss man sich auch konzentrieren. Ab jetzt kann es sein, dass wenn man zu viel Blödsinn macht, dass man dann auch stirbt. Ich bin jetzt hier gerade auf Amazon und ja, so ein lustiges Taschenbuch von 6 bis 8 Euro finde ich für so einiges. Ich habe neulich mal wieder in so einem kleinen Büchlein geschmökert und ich muss sagen, die haben immer noch ihren Charme. Wer die früher gelesen hat, mal wieder so, dass ich das sage, ist ein bisschen komisch, aber wer mal wieder in alten Zeiten, also in Anführungszeichen, schweben will, der kann sich so ein Ding mal nehmen. Also die sind meines Erachtens nach nicht mehr so gut wie die damals, aber immer noch eine sehr gute, Comicreihe, sag ich mal. Ja. Ich gucke auch immer regelmäßig mal, wir haben die ja auch bei Penny, haben wir die ja auch, ne? Und immer wenn die da ein bisschen länger abrechnen oder sowas, dann stehe ich da und lese eine Geschichte oder so durch und die sind echt immer noch ganz gut. Ach ja. Ich brauche Power-Ups, Mann. Ich bin fast tot. Aber ein Problem, was ich mal so mit Comics hatte oder so, wie soll ich es beschreiben? Das ist eigentlich auch mit allen Comics oder so. Wenn jetzt irgendeine spannende Stelle war, da musste ich mir immer zusammenreichen, wenn zum Beispiel gerade eine neue Seite aufgeschlagen habe. Nicht nur auf die andere Seite zu gucken, weil meistens verrieten ja schon Bilder, was gleich passiert. Ja, das stimmt. Macht der Stern nicht fertig?
Nee, der nicht, aber ich glaube nicht, dass ich das Level bis zum Endgegner durchstehen werde. Ah, da ist er. Okay, das also ist doch Magneto. Ah nee, das ist der Zwischengegner, genau. Ach Tim, Pokémon. Pokémon Rule. Ja. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Naja, vielleicht wird ja auch nichts draus. Aber Top Secret, ihr habt nichts gehört. Ich blitzdingse euch. Ah, zwischen den Gegner. Tot. Erledigt. Das ist gut, weil ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, komme ich auch hier raus. Hm. Ist Kirby gerade mit einem Stern im Himmel in den Stern zerschellt? Ja. Das ist doch grausam. Jetzt bin ich wieder super Kirby. Oh, Power-Ups. Ich sehe da nur Pac-Man. Ah, bin ich wieder voll aufgefüllt. Oh, die Musik hier von dem Ding ist so geil. Die blende ich trotzdem ein, die Musik. Natürlich. Kann ich ja auch machen. Wisst ihr, Tim ist sogar so einsatzbereit, dass er jeden einzelnen Soundeffekt immer an dieselbe Stelle einfügt. Na, Tim? Auf jeden Fall. Ja, also das Video geht dann in 8 Wochen online. Muss natürlich noch gerendert werden. Ich muss natürlich noch kontrollieren. Dummerweise versaue ich es dann und lösche die ganze Datei. Aber Tim, mein Gott. So viel Arbeit, wie du die ja für uns machst, das ist doch noch eine Kleinigkeit für dich. Auf jeden Fall. Ein paar Stunden, die kann man auch nochmal beim Extra. Dein letzter Nostalgie-Alarm zu Mario Paint, der hast du auch 2003 aufgenommen, also mit den Arbeiten angefangen. Ja, da sehe ich auch noch so jung aus. Fragen mich die Leute, da hast du noch gar keine Fältchen im Gesicht? Ja, alle Aufnahmen sind schon vor vergangener Zeit. In Wirklichkeit sitzt du hier, bist alt und grau und hast einen langen Bart. Ja, stimmt. Eigentlich bin ich schon lange nicht mehr auf YouTube aktiv. Ja, ich lade nur die alten Videos hoch. Du bist tot. Du hast irgendeinen Roboter. Ja, genau, wie Jigsaw. Obwohl er tot ist, geht dann noch jedem auf die Nerven. Das ist, genau. Ich bin der Jigsaw von YouTube. Oh Gott. I want to play a game. Hallo, Bruno. Nee, was wird? Hey, sag mal, irgendwie ist das alles einfacher, als ich das in Erinnerung hab. I want to play a game. Monopoly? I want to be the red car. Was für eine Monopoly-Figur warst du immer? Was? Was hast du immer für eine Monopoly-Figur genommen? Ich? Ja. Ach, ich war immer der Schuh. Echt? Ich war immer der Fingerhut. Fingerhut war mir zu langsam. Ich fand den Schuh immer toll. Nee, den Schuh habe ich immer genommen, weil bei Rayman 3 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, da gibt es nämlich so eine Sequenz, da wird man auf einmal ganz klein und fliegt und man ist so in seinem eigenen Schuh und fährt damit Autoscooter gegen seinen anderen Schuh, also man muss ihn mal crashen, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei entschlossen habe, ich werde immer der Schuh. Das klingt eher nach so etwas für eine sinnlose Topliste oder so. Naja, sinnlose Toplisten. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, nur genau wie du es mal angesprochen hast, ich habe mein Futter schon verschossen, denn ich habe bei so vielen Listen schon gesagt, weil ich gut und was schlecht finde, dass viele Listen, die ich geplant hätte oder wo ich was Gutes vorgehabt hätte, schon alle viel zu durchschaubar sind. Ich meine, sagen wir mal so, Liste der schlechtesten Spiele habe ich keinen Bock mehr, weil ich habe Dead Space schon so oft in den Dreck gezogen, dass ich nicht mehr wüsste, wie ich dieses Spiel noch weiter demonstrieren könnte, wie sehr ich dieses Spiel hasse. Dead Space, aber es finden doch voll viele toll. Ich hasse. Also, ich will jetzt niemanden beleidigen, der es toll findet oder Angst davor hat, aber ich verstehe nicht, wie man vor Dead Space Angst haben kann. Ich finde es ist nervige, langweilige, es hatte super Atmosphäre, das gönne ich dem Spiel. Aber es ist so, ich habe mich nie erschreckt, es ist mehr so, oh Gott, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Huch! Aber das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte jetzt auch niemanden beleidigen, der vor dem Spiel Angst hat oder dieses Spiel vergöttert. Jeder hat seine eigene Meinung. Ja, ich habe es leider nie gespielt. Aber du weißt, das ist auch nicht mein Genre. Ich habe nichts gegen das. Es macht mir einfach keinen Spaß. Ja, verstehe ich. Aber ich will natürlich nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Sie sind nur nichts für mich. Das Ganze geht doch noch schneller, als ich das so eigentlich in Erinnerung hatte. Ach, wo wir gerade bei Spielen sind, die dir nicht gefallen. Weil vor kurzem hat dir doch jemand in die Kommentare geschrieben, hey Tim, du zeigst nur alte Spiele, zeig doch mal Modern Warfare 3.
Nee, vor allem ist es so geil, wie er es geschrieben hat. Er hat ja noch nicht mal geschrieben, zeig doch mal, was hat er genau geschrieben? Das ist so geil. Ich weiß, glaube ich, noch. Er hat geschrieben, hey Tim, du zeigst nur alte Spiele, das ist schlecht. MW3? Fragezeichen. Ey, ich fand das so herrlich, der hat dich wohl noch nicht verstanden. Ich fand es am geilsten, wie er geschrieben hat. So richtig so ein kleines Kiddie. Du zeigst nur alt, ist mies, MW3. Er hat echt da nur einfach MW3 hingeklatscht. Er hat, glaube ich, geschrieben, dass er es nicht mag, dass du nur alte Spiele zeigst. Und mein Gott, darum geht's auf deinem Kanal. Nostalgie-Alarm heißt die Rubrik, weißt du? Ja. Der beschwert sich, dass ich alte Spiele zeige. Genau, Modern Warfare 3, gerade erschienen. Ich so, Nostalgie-Alarm, los geht's. Wisst ihr noch früher, als wir Modern Warfare 3 gespielt haben? Ja, gestern ist es erschienen, ey. Es kommt mir vor, als hätte ich das gestern durchgespielt. Ja. Nee, das ist... Ich meine, von uns allen Reviewern bin ich, glaube ich, der die modernsten Spiele zeigt. Und ich bin auch eigentlich froh darüber, dass ihr diese alten Titel zeigt. Denn, sagen wir es so, ich finde es schlimm. Keiner meiner Freunde, also die wenigsten meiner Freunde, kennen auch diese ganz alten Titel. Und das finde ich einfach echt schade. Und ich musste bei denen ständig immer beschreiben, was ich so toll an Donkey Kong Country finde oder so. Aber ich glaube, damit fange ich jetzt lieber nicht an. Denn, Tim... Sei froh, dass du ein Retro-Spieler bist, denn diese Modern Warfare 3 und Battlefield 3-Debatte, die willst du nicht erleben. Nö, Punkt, ich halte mich so aus Call of Duty und sowas auch immer schön raus. Gut. Battlefield 3, die Fanboys haben mir den Spaß an all diesen Spielen verdorben. Punkt, aus Ende. Ich habe das ja mitbekommen und ich habe irgendwie das Gefühl, Battlefield 3 haben sie tot gehypt. Für mich haben sie beide Spiele, also eigentlich nur Battlefield 3 tot gehypt. Modern Warfare 3, das ist... Ich habe jetzt einfach keine Lust mehr auf die ganzen Shooter. Und jetzt ist Punkt aus Ende. Nichts mehr über Shooter reden. Jetzt lass mal über diesen komischen Pinguin reden. Ja, wir sind schon beim Endgegner. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange, aber ich würde schätzen, wir sind locker unter einer halben Stunde. Ja, natürlich. Okay, ich jetzt kommt natürlich noch der Endgegner. Jetzt läuft natürlich noch der Endgegner. Der hat auch ein bisschen Energie. Nee, ich meine, unser Skype-Gespräch geht ja jetzt insgesamt 32 Minuten und was du da alles noch davor vorbereitet hast, das hat ja auch schon ein bisschen gedauert. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, ich werde das jetzt abkürzen. Ich springe jetzt in ihn rein. Oh, ist der Pinguin süß. Jetzt ist er weg. So, jetzt habe ich mein Leben verloren, aber jetzt geht's mit voller Energie zum Endgegner, dann können wir das vernünftig angehen. Blablabam. So, eins weg. Im Ring. Was hat überhaupt ein Pinguin-König in einem Boxring zu suchen? Es ist, ja, also über den Sinn dieses Endboss-Levels muss man... Und der hat einen Hammer, ey, der spielt doch noch mit unfairen Mitteln. Ja, also er ist schon fleißig am Cheaten, der Kleine. Okay, wir sind ein rosa Marshmallow, das fliegen kann und Feuer will. Und alles aufsaugt, also ich bin eigentlich viel unfairer. Boing. Naja, ein riesiger Hammer. Okay, du machst ihn ja eh grad platt. Das Symbol über Kirby sieht irgendwie für Kirby-Verhältnisse sehr düster aus, also über den Namen Kirby. Das stimmt. Hab ich nie darauf geachtet, aber das ist ja auch das Symbol für den Boss. Okay. Ach ja, kennst du Sly the Coon? Nee. Das ist so eine Art Jump'n'Run-Reihe für die PlayStation 2. Da habe ich, glaube ich, den zweiten oder dritten Teil ansatzweise gezockt und die ist eine, für mich, wie ich finde, eine gute, wenn auch nicht perfekte Jump'n'Run-Reihe. Und dieses Symbol hat mich gerade sehr an das Symbol erinnert. Mhm. Also, du hast ja nur eine PlayStation 1, aber falls du mal PlayStation 2 irgendwie rankommst, Sly the Coon, kann ich nur empfehlen. Ja, eine PlayStation 2 ist auf jeden Fall in Planung. Wenn ich die mal irgendwo sehe auf dem Flohmarkt, dann werde ich sie mitnehmen. So, wir haben gerade mal das Spiel durch. Ach, wow. Zeitstopp. Es ging noch schneller, als ich dachte. Die Credits jetzt, das zählt natürlich alles nicht dazu. Ihr seht in der Aufnahme, ich werde jetzt gleich einblenden, wie lange das an sich gedauert hat. Also wirklich von Spielbeginn bis Spielende blende ich jetzt gerade hier ein. Und ich blende auch gleichzeitig den Gewinner ein. Wenn du dich da jetzt liest, ich gratuliere dir, du hast... Was am dichtesten dran, darum geht's ja, wer in diesem Video tippt für das nächste Spiel und am dichtesten dran ist, der gewinnt dann halt auch dieses Spiel. Ja, gratuliere dir, schreib mich an, du kriegst Kirby Stream Land für den Gameboy von mir zugeschickt. Das mach ich, Tim! Du warst am dichtesten. Natürlich. So, Bruno, aber jetzt müssen wir uns auch überlegen, was wird mein nächster Playthrough?
Wenn jetzt der Playboy ist. Entschuldigung. Tja. Ich überlege gerade, was ist denn ein schönes Spielchen? Ich schätze mal, du kennst dich hier wohl am besten aus und weißt auch ganz genau, was deine, sag ich mal, Hardware oder deine ganzen Games hergeben würden. Du kennst dich in dem Bereich Retro-Spiele ja am besten aus. Auf was hast du denn Lust? Wo wundert es mich denn, wie lange ich dafür brauchen würde? Das ist ja die Frage. Street Fighter? 2? Oh, nee, ich glaube, wir machen das erstmal das nächste Mal. Super Mario World. Super Mario World? Genau. Link check. Da würde es mich nämlich auch vor allem interessieren, wie lange ich dafür brauche. Ich glaube auch gar nicht so lange. It's me, the Mario. Aber ich gebe diesmal mal keinen Tipp ab. Also ich muss natürlich, Super Mario World kenne ich ziemlich gut. Mhm. Ich würde eigentlich fast, es gibt klar ein paar Stellen, da weiß ich nicht mehr ganz genau, wo ich lang muss. Speziell im Wald der Illusion. Aber alle anderen Levels kenne ich eigentlich ziemlich gut, damit ihr ein bisschen abschätzen könnt, wie lange ich brauchen werde. Sehr gut. Ja, das heißt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie lange werde ich für Super Mario World brauchen. Natürlich nicht 100%, sondern einfach nur bis zu Bowser durch. Was tippst du? Ich? Ach, mich darfst du da nicht fragen. Ich schließe mich dem an, der dann später gewinnt. So mache ich das. Das war Kirby. In den Hauptrollen Tim und Bruno. Das waren sehr schöne Abschiedsworte. Ich lasse es dann einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.